So, meine Hübschen, und somit herzlich willkommen zu der neuen Folge, nächsten Folge, besten Folge. Nein, die besten kommen erst noch, ganz zum Schluss. No Wicked, nee, no rest for the Wicked. Und ja, ich habe zwei Sachen gelernt. Und zwar A, wie man sprintet, man hält einfach A gedrückt. Dann, wie man springt, ne, das heißt, wir laufen ja einfach mit A gedrückt drauf zu, ohne A loszulassen. Und dann springt ihr automatisch alleine, ne. Also, wenn ihr hier hängen bleiben solltet, wisst ihr Bescheid. Und hier, Achtung, man soll lesen. Y gedrückt halten, dann geht der nämlich wahrscheinlich hier an der Wand entlang. Oder aber hier, wir müssen mal gucken, welche Wand hier. Perfekt. Nein, ist aber die... Okay, wir können nur in eine Richtung, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Ich denke aber, wir müssen hier an die Wand entlang. Ja, genau. Und so kommen wir auch rüber. Perfekt. Bringen einen Gegner ins Taumeln, um ihn kurzzeitig verwundbar zu machen. Waffen verursachen, Icon Points, Gleichgewichtsschaden, welche die Gleichgewichtsanzeige über einen Gegner erhöht. Sobald sie voll ist, taumelt der Gegner. Alternativ kannst du L parieren, kurz bevor ein Gegner dich trifft, um ihn sofort zum Taumeln. Um ihn sofort taumeln zu lassen. Okay, cool. Yeah, wir haben einen Schlüssel gefunden. Schlüssel, Quartier des Kapitäns. So, was liegt hier? Nichts. Okay, okay, okay. Alter, der haut böse rein. Der taumelt. Boah, einfach in zwei Teile gehauen. Es tut mir leid, mein Bester. Es tut mir leid, dass er saftet vor sich hin. Das war nicht meine Absicht, mein Freund. Das war nicht meine Absicht. So, haben wir denn hier noch irgendwas vergessen? Du hast einen Schnellauswahlgegenstand. Schnellauswahlgegenstand? Warte mal. Ne, hier wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Kleine Ausdauerfiole. Das setzt sie mal nach unten. Oder haben wir den schon drin? Den haben wir schon drin. Perfekt. So, dann öffne mal die Türe. Wir haben den Schlüssel verwendet. Manchmal kannst du deine Gegner überraschen. Nähere dich Gegnern von hinten, bis der Totenkopf erscheint, und drücke dann X, um einen Angriff aus dem Hinterhalt auszuführen. Schleiche, damit du... Achso, genau. Den linken Stick müssen wir reindrücken. Okay, das kriegen wir hin. So. Wo ist der Gegner? Da ist der Gegner. Hey, mein Schatz. So, einfach mal ganz dezent aus den Latschen gehauen. Ey, wo ist dein Loot? Hast du jetzt keinen Loot liegen lassen? Was ist mit dir los? Ich habe versucht, mit ihr zu kämpfen, aber ich kann das nicht. Mein Name ist nicht Wort. Er lautet... Mein Name ist nicht Wort? Was? Er lautet... Ja, wie lautet er denn? Schade, ich kann ihn nicht töten. Er lautet. Hi, lautet. Wie geht's dir? Er ist der Sohn von Mama Lauda. Weiß Bescheid. Das sieht gut aus. Das sieht doch mal sehr fancy aus. So, wollen wir klimpern und Ausdauer verloren. Geh mal da hoch. Wir schaffen das. Ich kann auch schneller. Habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie er einen Jump nach oben gemacht hat. Ich glaube, ich werde Welt. Ganz große Klasse, ganz großes Kino. Fantastisch. Oh, ich krieg am Donnerstag meinen neuen Bürostuhl. Ich freue mich drauf, ey. Ich freue mich drauf. Ich krieg auf dem Stuhl immer Steißbein. Wahrscheinlich schon durchgesessen, das Ding, wobei es geht. Okay, sie bläst ins Horn. Let it burn! Show these mainlanders that Sakra is our island! Ey, beruhige dich, Chantal. Junge, glaubt ihr ihren Tag? Naja, Verbündete sind blau und die der Gegner sind rot. Okay. Der ist ein bisschen weit weg, der Gute. So, einer noch. Komm. Du von hinten, ich von vorn. Ah, nee, umgekehrt. Du von vorn, ich von hinten. Alter, meine Ausdauer hier. Ne? Meine Fresse. Boah, das hat gesessen. Nice. Komm ja immer mehr. Das ist aber nicht nett von dir. Dafür kannst du sterben.
hat mich zum Taumeln gebracht. Okay, wir müssen kurz ein bisschen unsere Ausdauer wieder hochholen. Nice. Geh zum Gittergriff und drücke Y zum Öffnen. Was ist denn der Gittergriff? Ist das hier ein Gittergriff? Das ist kein Gittergriff. Ist das da hinten ein Gittergriff? Das ist eine Glocke. Geh zum Gittergriff und drücke Y zum Öffnen. Ach, da ist der Gittergriff. Okay. Ich sehe nichts. Alter, mach doch einmal einer mal das Wasser weg hier. Ey, Chrissy! Schönen guten Abend. Schön, dass du einschaltest. Nicht zwei schaltest. Jo, der war flach, ich weiß. Okay. Wow, Alter, wow. Da haut mir hier einen rein. Warum droppen die kein Loot, ey? Das finde ich schade. Das ist nicht das, worauf es mir ankommt hier. Du hast dich ein bisschen verhauen, mein Freund. Okay, ich dachte, da kommt ein Gegner. Alter, der hat mir voll ins Gesicht geborgst. Was ist denn bei dir verkehrt? Junge, ich nehme erstmal was zu essen. Nee, ne? Okay, okay. Boah, Alter, Junge! Alter, er rastet komplett aus. Okay, jetzt drauf da! Alter, wow, wir haben ihn! Was ein grafisches Abenteuer hier! Okay, okay. Wir beruhigen uns jetzt alle. Es ist Obst im Haus. Alter, da rutscht mir selbst der Kopfhörer von der Rübe. Ich werd verrückt. Boah, warte, ich mach mich mal unsichtbar. Too late for any of us. So, it's true. The king is dead. Long live the king. He was a great man and a good friend. I will mourn him. We will all mourn him. Your father's soul is at rest now, King Magnus. The people look to you for strength. I offer my condolences and my counsel. As I did for your father for the many great years. Pestilence has returned, Lord Bowras. Yes, I have heard the rumors. They're not rumors. Even now, it ravages the island of Sacra just off our own shores, turning their men and women into unspeakable things. The pestilence is a punishment upon those who have lost their faith. Is it now? How convenient. You question the church. You're not the church, Madrigal. You're just the tip of its spear. Enough. Whatever the cause of this sickness, I cannot allow it to spread. My father has been weak for many years. I will begin my reign doing what he could not. My king, you are grieving. I must recommend against any... It's already done. Tomorrow, Madrigal Selene and her Inquisition will set sail for Sacra. I promise we will cleanse the island of this wickedness. Our new king's faith in the church is well placed. Our king's faith was never in question. Ellsworth is a strong ruler, Your Grace. Sacra will recover. No. Sacra will be reborn.
Sympathisch. This is my responsibility to the kingdom. With God's hands, we will reach into every corner of the island and bring it like a newborn babe, screaming into the light. Daddy's Arme. Ja, und da bin ich wieder. Ein Freund der gesunden Proportionen, ey. Meine Fresse. Okay. Wie sieht's aus? Wir haben alles verloren. Wir haben noch zweimal Essen dabei, aber sonst gar nichts. Nee, wir haben echt alles weg. Hier ist noch das Sperlingshorn. Ein verziertes, aber verwittertes Horn, das an der Küste von Sakran gespielt wurde. Okay. Gut. Ja, dann schauen wir mal, was wird, ne? Was ist denn wohl? Ich dachte, da oben flattert jetzt uns was hier rein, ey. Meine Güte. Dann nehmen wir die Pilze mal mit. Das sammeln wir mal alles ein hier. Ich weiß, haben wir hier noch irgendwas vergessen? Die Muschel kann ich nicht einsammeln. Hat sich einfach aus, die Muschel. Achso, hier kann ich schleichen. Und hier sind ein paar Äpfel. So, das nehmen wir noch einmal mit. So, da haben wir eine kleine Krabbe. Ich boxe dich aus dem Leben. Oh. Er hat es auch nicht überlebt. Wie weit kommen wir ins Wasser? Okay, er schwimmt. Wir können schwimmen. Okay, das finde ich geil. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Weil die Chrissy gerade schreibt, erstmal danke Chrissy für dein Feedback, dass sie es auch überlegt, sich zu kaufen. Warte gern ab. Warte mal. Weil ich werde versuchen, im Nachhinein noch ein Giveaway zu arrangieren, dass wir hier ein paar Versionen verlosen können. Das darf ich mich halt erstmal abliefern, ne? Da lebt einer. Komm, dann gehen wir mal zu dem zuerst. Halt, stopp, da können wir es einsammeln. So, nimm mal alles mit hier. So, was ist mit dir los? Ja, weil ich auch was dafür kann. Stirb, Junge. You'll never make it to Sacrament from here. This curse is crawling. There is. Oh. The waves. Can you feel them, Father? Du spürst gleich was ganz anderes, mein Freund. So. Hier sind noch ein paar Pilze. Schade, ich wollte mir den Vogel holen. Hier liegt da noch ein bisschen was. Bam, Alter. Geil. Geil, geil. Ehrlich, fühlt sich so geil an, wie der da hinhechtet, weißt du? Ja, ehrlich. Feier das. Ich wollte gerade sagen, hier ist auch noch was. Wie einfach so ein Kick verpasst. Ehrlich, ich finde das. Der hat schon krass, heftig krasse Arme. Ja, ich wollte ihn erst der Masturbator nennen. Und das Geile ist ja, ich habe das Design, also das Charakterdesign, nicht gemacht. Also du konntest die Arme irgendwie nicht noch nachträglich verkürzen oder, weißt du, normalisieren einfach. Er ist einfach so krass. Er ist einfach der Masturbator. Was haben wir denn hier? Oh, warte mal, da ist eine Axt. Wo haben wir denn die gefunden? Soll sie ausrüsten? Ach, zum Bäume fällen? Warum kann ich denn hier Bäume fällen? Wow. Ey, bin ich immer gespannt. Die Karte zeigt deinen Weg durch Isola. Allerdings verändert sich die Welt unaufhörlich, also wird dieser Weg mit der Zeit verblassen. Besuche diese verschleierte Region erneut, um neue Gefahren und Beute zu entdecken. Finde ich gut. Wir können jetzt hier... Okay. Krass.
können die Bäume zerren. Ich weiß noch nicht warum, aber das werden wir herausfinden. So, hier ist ein Wasserfall. Boah, ich hab Angst. Also wir dürfen halt nicht vergessen, Leute, das Spiel ist Early Access, ne? Wir haben vorhin in der ersten Folge schon einmal einen Bug gehabt, wodurch wir das Spiel neu starten mussten und von vorne begonnen haben. Das möchte ich jetzt ungern wiederholen, weil jetzt halt schon eine Stunde Playtime drin steckt hier. Aber gut. Was haben wir da? Durch. Erstmal Rücken waschen hier. Okay. Was haben wir denn hier? Achso, warte mal, wo war denn jetzt überhaupt die Karte? Da ist die Karte. Perfekt, okay. So, dann lass mal mit. Haben wir denn Inventarbegrenzung? Ich guck mal eben. 45 von 170, okay. So, da kommen wir jetzt nicht hoch. Sehe ich das richtig? Ja, da kommen wir nicht hoch, okay. Wir können übrigens die Kamera nicht drehen. Glaube ich. Zumindest keine Möglichkeit gefunden. Okay, hier ist eine Sackgasse, dann gehen wir da einmal außen rum. Ich find's cool, dass er schwimmen kann, ey. Also mir fällt jetzt spontan kein, RPG ein, wo man schwimmen kann. Hier irgendwie was in den Kisten finden, was wir gebrauchen könnten. Was haben wir denn hier? Was ist das? Da kommen wir nicht rein. Sprinten verbraucht übrigens keine Ausdauer. Das finde ich sehr schön. Das kommt mir ganz gelegen. So, das war die Cross-Krabbe von gerade. Ach, wir haben keine Spitzhacke, deswegen können wir das Erz nicht abernten. Sofern man halt Erz ernten kann, ne? Also abhacken. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisstet. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz dezent. Hier lang. War hier noch irgendwas? Haben wir hier irgendwas übersehen? Hier geht's auf jeden Fall auch lang. Und da. Hier liegt ein bisschen Beute rum. Aber hier wären wir so oder so hingekommen. Alter. Ja, komm her. Ich box dich kaputt, mein Freund. Ah. So. Was haben wir denn hier? Fokus und Ruhen. Verbrauche erhaltenen Fokus, um die Runen deiner Waffe zu entfesseln. Runen sind mächtige und für die jeweilige Waffe einzigartige Spezialangriffe. Halte eine Waffe bereit, um ihre Rune einzusetzen. Waffenhand, LB oder RB, gedrückt halten. Okay, das werden wir uns gleich mal anschauen. Wir haben eine Angel gefunden. Alter, jetzt wird's aber pornös hier. Jetzt wird's sympathisch. Okay, warte mal. Da? Ah, okay, super. Aber wir haben keine Waffe gerade ausgerüstet. Genau, wir haben keine Waffe gerade. Das heißt, wir haben auch keinen Special-Angriff. Noch nicht. So, Karte, was sagst du? Okay, dann gehen wir eben nach oben. Geh nach oben, wird man dich loben. Bam! Einfach mal der krassen Krabbe fett ins Gesicht getreten. Das hier fällt mir. Warte mal, was ist denn da oben? Wie kommen wir da rein? Da ist eine Kiste. Ich find's geil, dass wir hier, also klar, es ist linear, ne, mehr oder weniger. Aber trotzdem kann man erkunden, weil man vor allem auch krabbeln kann. Das finde ich sehr, sehr geil. So, wie kommen wir da rein? Wie kommen wir da rein? Ist denn da irgendwo offen? Da, hier. Ich geh das an. Flüstern. Beim Flüstern der Cerim kannst du dich ausruhen und deinen Fortschritt speichern. Sollte dich der Tod ereilen, so verlieren deine Gegenstände an Haltbarkeit. Du wirst aber beim letzten von dir besuchten Flüstern erneut herbeigerufen. Finde ich cool. Dann flüstern wir eine Runde.
ist. So langsam hätte ich aber gerne mal eine Waffe hier. Okay, dann krabbeln wir da hoch. Halt, stopp, stopp, stopp. Nochmal runter, da liegt was. Tag 1 der Erkundung von Isola Sacra. Heute starte ich meine Tour auf der Insel Sacra. Es ist mein erster Vermessungsauftrag und ehrlicherweise nicht meine erste Wahl. Aber jeder Weg beginnt mit einem Schritt. Mit etwas Glück werde ich innerhalb von einer, höchstens 2 Wochen wieder auf dem Festland sein und meinen Bericht einreichen. Was vor mir liegt, erwarte ich mit Spannung. Ja, okay. Einfach mal die arme Ratte aus dem Leben gebunst. So, noch ein Watten, ne? Dann gehen wir da hoch. Oder unten ist noch. Warte mal, warte, warte, warte. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich jetzt hier langlaufe und wir hier lang müssen, weißt du? Verstehst du, was ich meine? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat mich entdeckt. Fuck. Okay, also der ist echt böse drauf. Aber wir sind böser, meine Freunde. Fuck. Junge, was ist da mit dem verkehrt? Okay, okay, okay. Wir schaffen das. Guck mal, ist hier eine. Ist das eine Kiste? Also, guck mal, hier sieht doch aus, als würde man da nach unten können. Okay. Wir haben keine Waffe, Mann. Was ist denn mit dir? Kann ich eine bauen? Nein. Vielleicht sollte man später wieder kommen, wenn eine Waffe haben. Oh, meine Nase. Ah, okay, warte mal. Leute, wir schaffen das. Also das ist halt wirklich, wir müssen halt, ja. Also ich glaube, ohne Waffe wird das sehr, sehr schwierig. Lass uns den Spot mal aufheben. Kann ich den markieren? Filter, Marker setzen. Oh, Chrissy! Danke für den Sub! Lieben, lieben, lieben Dank! Fühl dich gedrückt. Okay, wir organisieren uns jetzt erstmal eine Waffe. Feuerstellen. Am Feuerstellen kannst du mit erhaltenen Rohstoffen Mahlzeiten zubereiten. Oh, nice. Lass mal gucken. Boah, 5 Mahlzeiten. Nice. Danke dir, Chrissy. Sehr, sehr lieb von dir. So, dann haben wir doch schon mal 6 Gerichte wieder. Haben wir hier eine Waffe drin? Ich brauche eine Waffe, Leute. Keine Waffe. Wow, eine große Krabbe. Eine Schurkenhose. Die ziehen wir natürlich mal an. Warte mal, stopp. 21. Das ist besser. Das ist 21 mehr Haltbarkeit. Das ist geil. Die Gewichtsklasse bestimmt, was für ein Ausweichmanöver du vollführst. Okay, cool. Ein Schwert. Nice. Okay, Leute. Jetzt ist vorbei hier. Jetzt, okay. Es ist einfach am Ende der Brücke gewesen, was wir dezent umlaufen sind, weißt du? Ach ja, Kraxel, was ist denn mit dir wieder los? Was ist da wieder los? Thank you.
Jetzt holen wir uns aber den Lumpa. Umpa, Lumpa. So, jetzt guck dir mein dickes Schwert an, weißt du? Jetzt kriegt er richtig fett ins Gesicht, der Junge. Das lasse ich nicht mit mir machen da, was du da machst. So. Ach, guck mal, selbst hier auf der Karte wird das Zeichen gespeichert. Das finde ich cool. So, mein Freund. Alter. Okay, ich muss erst mal snacken. Ich überlege ja, ob ich den runterschieben kann irgendwie, weißt du? Alter, guck dir mein Leben an. Wir haben keins mehr. Junge. Aber es hat sich gelohnt. Boah, gib mir den Scheiß. Alter. Ich brauche ein Sitzkissen. Ich bin alt, Mann. Alles nehmen. Alter Falter, ey. Meine Fresse. So, dann können wir hier das Icon wegnehmen. Wunderschön. Das war ja wirklich hier. Oh, fuck. Oh, gibt's hier Fallschaden? Ich weiß es nicht. Ja. Warte mal, ich wollte mal gucken, ob wir hier runtergehen und dahin und darüber, weißt du? Lass mal gucken. Ja, siehst du, hier ist nämlich ein bisschen Zeug. Gut, wir haben jetzt keine Spitzhacke dabei. Hätte sich gelohnt. Hier. Ich hätte lieber irgendwie eine Einhand oder irgendwas Schnelles, weißt du? Irgendwas, was Rambambamzam macht. Wie so lange brauchen, ey. Das nehmen wir mal mit. So, okay, dann gehen wir noch mal eben zum Lagerfeuer. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen was backen. So, können wir wieder Kuchen machen? Nice. 4 Stück. Das ging ja. Haben wir 8 Stück insgesamt, ne? Nice. Das ist doch super. Sollen wir direkt ein paar mehr machen? Warte mal, wie viel kommen wir insgesamt? Weil ich glaube, okay, das war's. Ich glaube, insgesamt macht das schon Sinn, dass wir uns wirklich hier gut immer vorbereiten, weil die Kämpfe natürlich ein bisschen anspruchsvoller sind. Minimal. So, warte mal, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen mal hier hoch. Oh, ich hätte gerne eine andere Waffe, ey. Die ist mir viel zu langsam. Nice. Und ein Level up. Ich werd bekloppt. Unser erstes Level up. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Bei jedem Stufenaufstieg erhältst du 3 Fertigkeitspunkte. Verteile deine Fertigkeitspunkte, indem du die Menüauswahl öffnest und das Wertemenü auswählst. Nice. Oh, fuck. Das habe ich übersprungen. Egal. Was haben wir denn hier drin? So, wir gucken mal eben hier. Boah, 41. Alter. Hier mal den guten Scheiß hier hingesetzt. So, was haben wir denn hier? Ausdauer, Gesundheit, Stärke, Geschick, Intelligenz, Glaube, Fokus, Ausrüstungslast. Was bringt uns das? 10 mehr. Okay, noch sind wir nicht am Limit. Aktuelles Gewicht 140. Okay, wir sind am Limit. Okay. Also ich würde zukünftig gerne auf Magier gehen oder sowas in die Richtung. Muss ich echt sagen. In dem Spiel scheint alles übermäßig groß zu sein. Hast du eine Ahnung? Stärke, boah, Alter, ich weiß es nicht. Geschick, Intelligenz. Wir sparen uns die Punkte erstmal auf, würde ich sagen. Ja? Bis wir hier was haben, womit wir uns identifizieren. Jetzt nicht rein. Jetzt sind wir da unten. Oh, fuck. Da unten ist ein Gegner, wollte ich sagen. Können wir hier rüberspringen? Ich glaube, das ist zu weit, ne? Ja. Ist nicht schlimm, da war die Kochstelle. Perfekt. Der war noch mal dezent. Ein Holzschwert. Was hat das denn für Werte? 6. Da sind wir natürlich schneller unterwegs, aber uns fehlt halt ein Schild, ne? Das heißt, es bringt uns nichts. Dann lass uns lieber auf Damage gehen, bis wir ein Schild haben. Der war, ey, der hat sich vorher schon
Wenn deine Gewichtsklasse Schwert ist, kannst du Gegner mit LBRB Schrumpel oder Kotom lassen. Okay, cool. Ja, wir sollten auch unsere super, guck mal, haben wir nämlich voll. Unsere Rune, weißt du? Alles klar, Chrissy. Good luck. Was haben wir hier? Sehen wir uns in der nächsten Folge.